Ja, schönen guten Tag, ich bin Richard Hebstreit und ich lese Ihnen jetzt mal eine kleine Geschichte aus meiner Kurzgeschichtensammlung, das Thüringer Dekameron vor. Und beginne gleich mit der ersten Story. Der Titel heißt Der Schlimmer. Hat Doi schon mal von Hinge geschliemt? Fragt mich Cotti an meiner Weibertretbank in meiner ersten Lehrwoche. Nee, antworte ich und bekomme rote Ohren. Dass ich noch nicht mal von vorne geschliemt habe, sage ich Cotti nicht. Gerade vor einem Jahr sah ich das erste Mal, wie von der Seite geschliemt wurde. Ficken, haben wir damals keinem gesagt. Umgangssprachlich hieß das bei uns 15-jährigen Jungs in Südwestthüringen Pimpern. Mit den Schliemen, das konnte ich mir aber gleich denken, was Cotti meine. Schließlich hatte es dann noch nachdrücklich auf Hochdeutsch Pimpern genannt und teilweise erklärt. Er macht es mit seiner Freundin jeden Tag, so gegen Abend, prahlt Kurt, von vorn und von hinten. Nach ein paar Wochen stellte sich heraus, Cotti hatte seine Adelheid entweder von vorne oder von hinten angeschliebt. Cotti wagte es nicht gleich, seiner Familie aufzutischen, dass er Vater wird. Sein Vater wird ihn totschlagen, dachte Cotti. Cotti bemühte sich, alles wieder rückgängig zu machen. Ja, eigentlich bemühte sich erstmal Adelheid alleine. Adelheid kletterte, wenn ihre Eltern nicht zu Hause waren, auf einen Stuhl. Und dann kletterte Adelheid auf einen Tisch. Dann sprang sie vom Tisch. Adelheid sprang sehr oft und sehr lange. Es half nichts, all das Gehüpfe. Lediglich im Keller fiel der Lehmputz flatschenweise von der Decke. Auch das viele Heulen nützte nichts. Adelheid bekam zu den roten Haaren nun noch rote Augen und versuchte es Cordi mit seiner BK. Die BK war ein schweres Motorrad mit Kardanwelle, weil die DDR wenig Motorradkettenproduktion hatte, mit der er und Adelheid zu einem Bahngleis kurz nach dem Abendzug nach Meiningen fuhr. Dann ging es im zweiten Gang zwischen den Gleisen auf den Schwellen ein paar Kilometer hin und zurück, bis Adelheid nicht mehr sitzen konnte und Bauchschmerzen bekam. Am anderen Tag hatte Adelheid Blutung und Adelheids Mutter schleppte die Adelheid mit den feuerroten Hintern und den feuerroten Augen zu Dr. Capeller nach Bad Salzungen. Capeller meinte, Adelheid ist schon im fünften Monat und solle bitte nicht mehr Motorrad fahren. Cortis Vater schlug Corti nicht tot, sondern klatschte ihm zwei Ohrfeigen, eine rechts und eine links, sodass Corti feuerrote Bäckchen bekam. Und Cortis Vater brüllte ein wenig hinter geschlossenen Fensterscheiben nutzlos herum. Dann ging Cortis Vater zu Adelheids Vater und entschuldigte sich für seinen ältesten Sohn. Eine Stunde später wurde der Hochzeitstermin auf Tag und Stunde festgelegt. Tags darauf stand Cotti wieder neben mir an der Weiberdrehmaschine. Ich mut frei, sagte Cotti mit roten Ohren. Das heißt auf Hochdeutsch, ich muss heiraten. Der Polterabend ist in 8 Wochen. Zum Polterabend konnte die Adelheid kaum noch sitzen und war wohl die dickste Braut, die je das Dorf gesehen hatte. Es war ein schönes Bild, wie der dicke Pfarrer und die dicke Adelheid sich gegenüberstanden und die Adelheid ohne rote Augen Ja sagte. Cotti sagte mit roten Ohren auch Ja und Cottis Vater knirschte mit den Zähnen, weil ihm noch kurz vor der Trauungszeremonie ein schadenfroher Nachbar die Eisenbahnfuhren seines Sohnes verpetzte. Inzwischen sind Jahre ins Land gegangen und viel Wasser ist die Werra hinuntergeflossen. Neben der Werra verläuft ein ausgeleiertes Bahngleis. Und wie der Zufall so spielt, sitzt in der Diesellok eines der Züge, die noch täglich an der Werra entlang rumpeln, ein Lokomotivführer, dem die böse Strecke nicht viel ausmacht. Der Lokomotivführer heißt Kurt, genauso wie sein Vater. So, und die anderen Geschichten, die können Sie hier entsprechend dem Link für 2,99 € können Sie kaufen. Einfach klicken und dann haben Sie den Rest. Und ich hoffe, Sie haben Spaß und Freude dran. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.